Niklas, wir haben das ganze Rennen, ja, ich will nicht sagen nichts von dir gesehen, aber relativ wenig. Aber im richtigen Moment warst du zur Stelle, bist am Ende Achter geworden, hast das ganze Ding kontrolliert von hinten. Ja gut, ich sag mal, national ist es für mich immer schwerer, da hat man das Trikot auf den Schultern, da guckt jeder auf ein. Ich habe es ein paar Mal versucht am Berg, wenn dann alle hinterherfahren, hat dann wenig Sinn, dann muss ich irgendwann entscheiden. Und dann halt, habe ich auf den Sprint gesetzt, gut, da ging dann noch eine Gruppe und war ein bisschen eingebaut, aber es ist zufriedenstellend, der Platz. Ja, wir haben die Favoriten immer so ein bisschen verfolgt auf dem Bildschirm und du warst immer so unter den ersten 15, 20 zu finden. Orientiert man sich da so ein bisschen als Spitzenreiter an den anderen, die auf den Plätzen 2, 3, 4, 5 liegen oder wie läuft die Taktik da genau ab? Ja, man weiß ja, wer hinter einem ist in der Wertung, dann guckt man so, wo die rumfahren, was die machen. Dann kann man reagieren, man muss nicht agieren. Das ist richtig und das hast du auch heute wieder ganz toll gemacht. Als Achter in der Tageswertung bleibst du Bester in der Gesamtwertung. Großer Applaus für Niklas Merkel vom Landesverband Rheinland-Pfalz. Eine Siegerung fehlt noch und zwar die beste Mannschaft des Tages, das Schwalbe-Team.